So, mir kam jetzt noch eine Idee, um nachzugucken, was diese App jetzt hier misst. Dass jetzt hier wirklich nur Störungen im Magnetfeld sind oder Elektromagnetismus. Dreiersteckdose, Wasserkocher. 1 Kilowatt. Und eingeschaltet. Ja, da scheint irgendwie ja, also für Elektromagnetismus oder sowas scheint die App sich nicht zu interessieren direkt. Sonst, das hatten frühere Radioaktivitätsmess-Apps für Handys, die ich ausprobiert hatte, bestenfalls gemacht. Die hier scheint echt anders zu sein. Die hier scheint sich. Oh. Der Drache hat sich ein bisschen beruhigt. Die scheint sich für was anderes zu interessieren. Was offensichtlich Eispartikeln, Aerosolen anhaftet in der Luft ist, vermutlich der Staub von Tschernobyl.